Viele Leute erwarten so eine Family-Home-Story. Klatsch und Tratsch, der Punker, der jetzt Millionär ist. Aber ich wollte mit ihm zusammen einen Film machen, wie Kunst entsteht. Malerei. Die Idee stammt aus unserer Freundschaft, beziehungsweise dass wir uns kannten. Wir haben eine große gemeinsame Schnittmenge, vergangene, radikale Filme, radikale politisches Engagement in Hamburg, später an der HFPK studiert, ich später an der HFPK Professor gewesen. Dort haben wir uns wieder gesehen, dort haben wir uns eigentlich auch zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Und dann uns immer wieder getroffen. Und Daniel hatte, glaube ich, so auch ein Bedürfnis, so jetzt Mitte seines Lebens, mit 60, nochmal so einen Schritt in die Öffentlichkeit zu machen. Es gibt eine große Ausstellung demnächst, eine Werkschau. Es gab diese großen Ausstellungen in New York und in Paris. Und es gibt ein großes Buch, eine Werkausgabe mit 500 Seiten. Und da gehört eben auch ein Film dazu. Und so kamen wir dann zusammen, haben beschlossen, jetzt machen wir mal einen ordentlichen Film über Malerei. Ich habe als Kind schon jede Art von Bild tief versonnen angestarrt. Also Comics, Illustrationen, Zeichnungen, vollkommen egal, ob das jetzt irgendwelche Reader's Digest beim Zahnarzt waren oder Fix und Foxy Comics. Erstmal bin ich da immer drauf angesprungen. Und meine ersten Versuche als Kind zu zeichnen waren eben auch das Imitieren von Illustrationen aus zum Grimms Märchenbuch und später dann Lucky Luke und so Zeug. Ich habe ihn mal früher gefragt, ob er, weil bildende Künstler mögen nicht so gerne gefilmt werden. Schon alleine nicht im Schaffensprozess. Und damals wollte er nicht, vor einigen Jahren. Ich sagte, du, aber wenn es mal so weit ist, dann... Und aus den genannten Gründen, wie ich eben schon ausführte, hat er mich angerufen. Sagt, das wollen wir. Und dann sagte ich, ja, wir wollen. Und dann haben wir losgelegt. Aber diese Faszination, die hat auch nie nachgelassen. Die empfinde ich heute noch. Also die Begeisterung und Faszination für gelungene Comics. So Rock'n'Roll, so wie früher. Nur ein Kameramann, ein Mikrofon, wie du jetzt auch mit mir und mehr nicht. Also kein großes Team, keine Licht. Ich wollte von einer leeren Leinwand bis hin zur fertigen Ausstellung jeden Arbeitsschritt im Film haben, das Fotografieren. Das Verpacken, das Ankommen, das Hängen bis zur Vernissage. Dann kam Corona, dann kam das nach innen gekehrte, dann kam diese Tuschezeichnung und dann kam nochmal ein neuer Schritt in seiner Werkphase. Und dann wurden es eben 3 Jahre, die ich mit ihm zusammen gearbeitet habe und sozusagen auf der Welt begleitet. Also ich wollte nicht irgendwie Käufer oder Leute, die ihn anhimmeln oder das alles marvelous finden oder awesome. Ich habe 2 seiner engsten Freunde gefragt, ob sie mitmachen würden, was sie auch beide gerne getan haben. Tal A, ein dänischer Künstler, und den Jonathan Mese. Beides wirklich close friends. Daniel Richter ist für mich ein Teufel. Ein Teufelchen. Ich auch. Ne? Wir sind so kleine Teufel und das ist gut in der Kunst. Und alle beiden flankieren sozusagen seine Malerei. Aus der Sicht des Malers, des Künstlers. Und dann gibt es eben noch eine Kuratorin, die dieses Buch macht, von dem ich auch schon erwähnte, demnächst rauskommt, Eva Meyer-Hermann, die sozusagen mich durch die verschiedenen Werkphasen führt, in dem er war. Und ein Sammler, mit dem er auch befreundet ist, Harald Falkenberg, in einer der 100 wichtigsten Sammlungen auf der Welt. Dies ist hier eine extrem präzise Malerei. Die Kunst ist wirklich, steht geradezu, es ist eine sehr
das sind sehr gewissenhafte, monatelange Arbeit steckt in diesen Arbeiten drin. Die haben das dahin geschleudert und rumgespritzt mit ihren Wagen und so, mit ihren Farben. Aber der Anne Richter hat eigentlich bis jetzt auf die letzte Phase, da geht er ein bisschen in diese Richtung, seit ein paar Jahren, aber bis dahin hat er extrem gewissenhaft gearbeitet. Und dann war der Reigen eigentlich schon gemacht. Alles andere, was noch dazu kam, die Galeristen, die mit ihm arbeiten, oder auch die Auktionen, das ist dann eben passiert, dass ich drehte und das nimmt man dann mit. So, das reicht. Warte mal, stellen wir das mal da hier vor die Heizung. Ich stelle das mal hin, warte mal. Vorsicht noch, kann sein, dass das noch feucht ist. Das ist, glaube ich, auch noch nicht. Ist das schon fertig? Das ist alles fertig. Das ist fertig. Auf der Bereifung. So. Ein von allen immer geschätzter Moment. Die Galeristin betritt das Atelier und sagt, ach. Okay, pass auf, dann nehme ich, wenn ich von den vielen aussuchen darf, nehme ich das, das und das. Also das CinemaScope-Format, darauf werde ich oft gefragt. Das war ein sehr bewusster Schritt, weil das ist kein malerisches Format. Das ist höchstens ein Triptychon, geht in diese Breite. Und ich wollte nicht so demütig einen Maler porträtieren oder Malerei von uns, sondern ich wollte auf Augenhöhe begegnen. Da entsteht ein filmisches Kunstwerk und da entsteht mal andere Kunstwerke für die Leinwand. Also quasi auch mit so einem großen Selbstwertgefühl an die Sache rangehen. Wir haben uns auf Augenhöhe begegnet, wir haben auf Augenhöhe gesprochen und sind uns auch Augenhöhe visuell begegnet. Das war der Grund für CinemaScope-Format. Die Papageien, auf die wäre ich die eigentlichen Stars des Films, die, na klar, die sind mir immer aufs Mikrofon. Sollt ihr mal machen, wie das macht, wenn ein Papagei ins Mikrofon? Das konnten wir den Ton halt einfach nicht benutzen. Und, aber die haben sich dann relativ schnell an uns gewöhnt und ich fand das ja auch ganz toll, wie er damit umgeht. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel. Mensch und Tier, der Umgang miteinander erzählt auch viel über Menschen, ohne dass man wahnsinnig viel erzählen muss. Und diese Art von Selbstverständlichkeit, dass die Papageien jetzt nicht mehr da sind, hat andere Gründe, weil die, als die in die Pubertät kamen, haben die Besucher, die ins Atelier kamen, angegriffen, sind ins Gesicht geflogen und so. Und dann, jetzt leben sie in irgendeinem Papageienparadies. Nehmen wir mal an, du wirst den Himalaya besteigen. Du kannst mit dem Hubschrauber fahren, bis, weiß ich nicht, kurz vorm Gipfel und dein Foto da oben machen, oder du kannst eben unten im Tal anfangen, zu Fuß. Das Foto, sollte man denken, ist immer das Gleiche, aber alles Umgebende und auch die Geschichte und die Wahrheit, das ist natürlich was anderes. Er hört ja ununterbrochen Musik und da ich ja immer wieder ins Studio gehe und immer wieder im Atelier mit ihm verbringe, hatte ich quasi immer Musik. Ich konnte sie ihm ja nicht untersagen, weil das ist ein ganz wesentliches Umstand. Am Anfang hatte ich ihn noch gebeten, sie leise zu machen, dann wegzulassen, aber sobald die dann da läuft, musst du die Rechte kaufen. Und jetzt ist auf eine ganz wundersame Art ein wunderbarer Soundtrack entstanden, der nicht von mir gesteuert, sondern vom Künstler selbst kuratiert wurde, sozusagen, weil es die Musik ist, die er beim Malen hört. Und die Musik, die im Film ist, die muss ich ja immer schneiden, wenn ich ein Bild schneide, weil sie läuft ja immer mit. Deswegen lässt man ja Hintergründe dann oft weg. Der einzige Nachteil war, dass diese wunderbare Musik, ich die Rechte erwerben musste. Das war nicht ganz billig, aber es hat sich gelohnt, wie ich finde. Was soll ich sagen? Also, man kommt rein und dann ist eben das Erste, was man sieht, ein Mese. Das Zweite, was man sieht, der Richter. Der Richter ist übrigens basiert auf Walter Benjamins Engel der Geschichte zusammen mit Schostakowitsch und dem Tatlin-Turm. Eigentlich ist es so ein Versuch gewesen, eine Bestandsaufnahme zu machen über
die Geschichte der Sowjetunion oder den besonderen Aspekt der Künste in der Sowjetunion, was ein Thema ist, das mich immer interessiert hat. Okay. Aber wenn man jetzt das Bild anguckt und denkt, das ist aber auch einfach nur ganz schön psychedelisch, ist mir auch recht. Also die größte Herausforderung war möglicherweise diesen Fokus zu behalten, nicht wegzurutschen in journalistische Familienfilm-Attitüden und ein Narrativ zu finden, weil er immer gleichzeitig an 12 oder mehr Bildern arbeitet, eine Kontinuität mit reinzubringen. Das war dann eher eine schwierigere Aufgabe dann im Schnitt oder auch in der Häufigkeit, in der ich da war, zu bringen. Eine große Herausforderung war, wenn jemand künstlerisch arbeitet, so nahe zu sein, dass er trotzdem künstlerisch arbeiten kann, dass er sich und dass er uns vergisst. Und das dauerte auch eine Weile, bis er, man merkt es im Lauf des Films, wie selbstverständlicher die Kamera mit ihm umgeht und er mit der Kamera und er uns vergisst und nicht den Zampano macht. Die ursprüngliche Idee für die Ausstellung war, quasi politische Grafik zu machen, mit all dem, was das impliziert. Und das hat aber nicht funktioniert. Und dann bin ich aus Frustration, habe ich dann zur Feder gegriffen. Also Tinte und Feder. Und dann ist es aber ganz, im Grunde sind das ja, ist das die Übertragung von dem, was ich in der Malerei gemacht habe, auf zwei Figuren. Und das hat irgendwie dann auch großen Spaß gemacht, weil, also innerhalb dieser sehr limitierten Vorgabe oder Vorlage, dann so sich viele Möglichkeiten auffächert, dass man dann eben so ganz feine Linien hat und dass man die Zeichnung mal mehr psychologisch angeht oder dramatisch und tatsächlich irgendwie so versucht, so eine Entsprechung für das Narrativ zu finden. Das ist schon Final Cut bei mir, also das ist schon von mir autorisierte Fassung. Aber es gab auch eine, die länger war, eine 4 Stunden, die ich sehr mochte, die aber erst dann zur Geld und in die Öffentlichkeit kommt, wenn ich wahrscheinlich gestorben bin. Dann gucken sich die Leute Directors Cut-Filme an.